Gold erreicht einmal mehr ein neues Allzeithoch, steigt auf 2400 Dollar und das ist gewissermaßen ein Stinkefinger für die US-Notenbank Fed, weil viele sich offenkundig sagen, na so richtig ernst meinen die das nicht mit der Inflationsbekämpfung. Die haben darüber nachgedacht, die Zinsen zu senken in einem wieder aufflammend inflationären Umfeld. Das wird nicht gut gehen. Wir glauben euch diese 2% Zielmarke nicht mehr. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Schuldenorgie in den USA, die immer mehr eskaliert. Und vor allem angesichts der Tatsache, dass weder die Demokraten noch die Republikaner, also weder Biden noch Trump in irgendeiner Form an dieser Schuldenorgie etwas ändern wollen. Im Gegenteil, Trump würde die Steuern nochmal senken für Unternehmen, also die Einnahmesituation weiter verschlechtern, aber wie wir ihn kennen aus der ersten Amtszeit, sicherlich nicht die Ausgaben verringern. Dementsprechend geht das Ganze klar in eine Richtung. Dazu haben wir geopolitische Risiken, dazu haben wir chinesische Käufer, sowohl der Staat, der sich vor westlichen Sanktionen schützen will, einerseits, auf der anderen Seite oder ein Polster schaffen will, im Falle von westlichen Sanktionen, wenn man Taiwan versucht zu attackieren, und zweitens vor allem chinesische private Leute, die Gold kaufen, denn mit fallenden Immobilienpreisen verlieren sie ihren wichtigsten Wertspeicher und gehen dann auf Gold. Das zumindest ist so eine Gemengelage, die das Ganze vielleicht erklären könnte. Schauen wir uns die Dinge mal an. Hier sehen wir diesen Anstieg. Seit Anfang März geht es im Grunde permanent nach oben. Anfang März waren wir noch so, ja, knapp über der 2000er Marke. Und Craig Shapiro fragt hier, ja, wie wird sich die Fed jetzt fühlen? Welche Gedanken werden sie sich machen, wenn man sieht, seitens der US-Notenbanker, dass Gold jeden Tag praktisch ein neues Allzeithoch macht? Die heiße Inflations-, trotz dieser heißen Informationsdaten heute, respektive genauer gesagt am Mittwoch, ja, die Daten und höheren Anleiherenditen, das ist ja auch das Rätsel, die Renditen steigen, Gold steigt auch, und die Aussage laut Craig Shapiro von Gold ist, wisst ihr was, euer Gerede von, ihr wollt die Inflation auf 2% zurückbringen, das ist der Bullshit. Hier unten habe ich nochmal diesen Artikel, den wir gestern hatten, bei Finanzmarktwelt über Goldfieber in China, Schutz vor Sanktionen und unsichere Zeiten. All das sind Faktoren. Was steht dahinter? Jedes Mal, wenn wir starke Anstiege beim Goldpreis gesehen haben oder oft, wenn wir starke Anstiege beim Goldpreis gesehen haben, sind bestimmte Dinge passiert. Lehman, wir hatten dann die Abstufung der USA, wir hatten rezessionäre Tendenzen, dann die Corona. Und die UBS heute mit oder heute Nacht mit einem wirklich sehr schönen Zitat. Wenn man sich die Bewegung in Gold anschaut, dann sollte man sich vielleicht dieses Sinnspruchs erinnern. Es gibt Dekaden, in denen nichts passiert, und es gibt Wochen, in denen Dekaden passieren. Und offenkundig sind wir jetzt in einer solchen Zeit. Wenn Sie sich allein mal die Äußerungen von chinesischen Offiziellen über die USA anhören, die werden immer schärfer, immer aggressiver. Die USA haben jetzt zum Beispiel Japan mit eingebunden, sehr stark in einem Bündnis gegen China. Das passt den Chinesen überhaupt nicht. Dann haben wir natürlich den Nahen Osten und. Das sind natürlich Dinge, die die geopolitische Situation immer unsicherer machen. Die Aktienmärkte interessiert das nicht. Bislang, die Goldpreise, so sagt Mohammed El-Erian, sind wieder gestiegen, weil, so seine Aussage, man sieht das als einen besseren Hedge gegenüber geopolitischen Risiken als US-Bonds aufgrund der Inflationssorgen. Ja, könnte man sicherlich auch so sehen, aber es ist, glaube ich, mehr als Geopolitik. Es ist ein Misstrauensvotum generell, eben vor allem gegen den Willen der Notenbank und der Regierenden in den USA, hier wirklich zu agieren. Hier sieht man nochmal dieses Auseinanderdriften zwischen Goldpreis, der steigt, und der Realrendite in den USA, also die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe minus Inflation. Das driftet komplett auseinander. Das ist jahrelang praktisch parallel gelaufen. Und unten sehen wir die Käufe der Zentralbanken. Die sind vorhanden, aber es ist jetzt nicht so, dass die deutlich stärker vorhanden wären als in anderen Zeiten. Im Gegenteil. Also mir scheint die Zentralbankthese nicht so wirklich logisch zu sein. Dafür spricht auch, dass Silber deutlich steigt. Gucken Sie sich mal so Sachen an wie Aluminium. Das bricht jetzt nach oben aus, nachdem es ja lange nach unten ging. Dann ging es so seitwärts auf schwachem Niveau und jetzt bricht das aus. Aluminium, ja, ein sehr wichtiges Metall. Hier sehen wir nochmal
eben diese Verschuldungsorgie. Ende des Jahres werden die Amerikaner dann 1,6 Billionen an Zinsen zahlen müssen. Es wird bald der wichtigste Posten werden im gesamten US-Staatshaushalt. Also versucht die Fed natürlich irgendwie die Zinsen zu senken, um da vielleicht Erleichterung zu verschaffen. Allerdings, wenn die Fed die Zinsen senkt in einem Umfeld, wo die Inflation nach wie vor hoch ist, dann werden die Märkte misstrauisch, dann dürften die Kapitalmarktzinsen sogar steigen. Die Leitzinsen vielleicht fallen, wenn die Fed sie senkt, aber die Kapitalmarktzinsen eben steigen. Ähnliches dürfte für Gold dann gelten. Also das ist dieses ausufernde Verschuldungsschema, was wir in den USA sehen, und natürlich auch Geopolitik. Offenkundig, so Berichte, wollte Iran schon zuschlagen gegen Israel, aber hat dann in letzter Sekunde das wohl gestoppt, nachdem die Amerikaner gesagt haben, ja, wenn ihr Iran, Israel angreift, dann werden wir sozusagen uns beteiligen, werden wir aktiv mit eingreifen in die Abwehrreaktion der Israelis. Die Israelis wiederum, die überlegen offenkundig, dass man im Falle eines direkten Angriffs auf das Territorium Israels dann direkt hier Nuklearanlagen der Iraner bombardieren würde. Man würde sie ins Steinzeitalter zurückbombardieren, heißt es da. Die Iraner wiederum haben in staatlichen Medien ein Video gezeigt, maybe tonight, stay tuned. Also praktisch, vielleicht greifen wir heute an mit diesen Missiles, habt Acht. Also die Bevölkerung wird schon vorbereitet, dass da etwas passiert eigentlich. Schwierige Lage jetzt für die Mullahs und schwierige Lage auch, wenn wir jetzt mal aus dieser geopolitischen Situation rauskommen, zu den Anleihenmärkten. Das war gestern auch ein Thema, gestern ja die Auktion einer 30-jährigen US-Staatsanleihe. Und wir sehen, die war ziemlich mies, die war jetzt keine Katastrophe, so wie jetzt etwa die letzten beiden Anleihen. Da hatten wir eine 10-jährige und eine 3-jährige Anleihe. Ziemlich schwache Nachfrage, auch diesmal wieder von den Indirects, das sind die Ausländer. Und wir sehen, dass man deutlich höhere Renditen bieten muss. Und das ist eines der zentralen Dinge, die jetzt vielleicht wichtig sind. Wir haben ja gestern diese massive Rallye gesehen, vor allem beim Nasdaq, nachdem die Erzeugerpreise in der Headline-Zahl zum Vormonat niedriger reingekommen waren als erwartet. Hier sehen wir die 10-jährige Anleiherendite aktuell fast in Richtung 4,6% unterwegs. Hier sehen wir das. In der Kernrate waren wir zum Vorjahresmonat höher als erwartet, aber in der Headline-Zahl, also mit Nahrung und Energie, waren wir drunter, und das war gelinde gesagt überraschend. Jetzt haben viele gestern auf mein Video kommentiert, ja, guck mal, nur weil steigt, müssen die Daten gefaked sein. Nee, hat damit nichts zu tun. Wenn jetzt zum Beispiel Mittwoch die Inflationsdaten niedriger ausgefallen wären und die Märkte eine Rallye gemacht hätten, dann wäre das völlig rational, völlig logisch. Es ist dann anders gekommen. Dementsprechend war es auch rational und logisch, dass die Märkte am Mittwoch abverkauft haben. Aber dass sie gestern eine Rallye gezaubert haben, aufgrund von Daten, die, wenn man es sehr vorsichtig formuliert, ein bisschen, wie soll ich sagen, saisonal adjustiert wurden. Das ist dann mal eine andere Geschichte, und ich will Ihnen zeigen, warum das so nicht geht und nicht gehen kann. Hier sehen wir ja, der Benzinpreis gestiegen, das kann man ja täglich verfolgen in den USA, das wird sehr genau dokumentiert, aber das Bureau of Labor Statistics hat für die Erzeugerpreise einen Wert berechnet von minus 3,6%. Faktisch sind die Benzinpreise 6,8% gestiegen oder über 6% gestiegen, aber angeblich in der Summe 3,6% gefallen wegen Seasonal Adjustment. Gut, das ist also jetzt eine saisonale Adjustierung. Okay, dann muss man aber fragen, wir haben ja auch die Kategorie Gasoline, also Benzin, in den US-Inflationsdaten gesehen. Und das wollen wir uns mal anschauen. Dann sehen wir hier, wenn Sie rechts unten bei dieser Tabelle gucken, da hatte man unadjusted für Benzin, also Gasoline, im März plus 1,3% und adjustiert, seasonal adjusted, dann sogar plus 1,7%. Das heißt, hier hat man Gasoline nach oben seasonal adjusted, und bei den Erzeugerpreisen in der absolut identischen Kategorie hat man sie massiv nach unten adjustiert. Das passt nicht zusammen, das müsste eigentlich stringent sein, das müsste in irgendeiner Form übereinstimmen, tut es aber nicht, dementsprechend bildet es auch nicht die Realität ab, und erstaunlicherweise haben die Anleihenmärkte wie auch die Fed Fund Futures, die also die Zinssenkungserwartungen bepreisen, haben diese Story nicht gekauft, weil sie eben unter anderem auf solche Charts blicken. Das ist der Benzinpreis in den USA, wie er faktisch ist.
Und wenn wir schauen wir uns mal die Reaktion an der Märkte, erstmal nach oben, dann 14,30, weil das ja durchaus überraschend war, dann ging es wieder nach unten, dann ging es wieder deutlich nach oben, egal ob die hier ein bisschen Fake-Daten bringen, wir kaufen trotzdem. Im Fokus war das Gap-Fill beim S&P 500 bei 5.211 Punkten, dazu gleich mehr. Wahrscheinlich können Sie diese Grafik nicht richtig sehen, diese dunklen Grafiken funktionieren nicht so richtig gut, wie ich feststelle immer wieder, aber ich wollte es trotzdem bringen, weil das hier wichtig ist. Hier sehen Sie Nasdaq oder sehen eben nicht Nasdaq gegenüber S&P 500. Und der ist mehrfach jetzt und gestern vor allem von dieser Unterstützungslinie nach oben abgeprallt. Wir sehen eine Apple, die von einer wichtigen Unterstützungslinie nach oben gebrochen ist, nach oben durchgebrochen ist. Apple ja gut 4% aus einer bullischen Falling Wedge. Ebenso nie wieder gestern deutlich gestiegen, die ja in den letzten Tagen nicht so gut drauf war. Apple sowieso seit Jahresbeginn nicht gut drauf. Und so sehen wir, dass der Nasdaq der große Gewinner war gestern, während etwa der Dow Jones sogar praktisch unverändert geschlossen haben. Es war also vor allem eine Nasdaq-Story. Sven Henrik zeigt hier, wow, früher war es so, die Märkte gehen die Treppe rauf, aber fahren mit dem Fahrstuhl runter. Jetzt fahren sie mit dem Fahrstuhl rauf und gehen die Treppe runter. Also es hat sich ein bisschen verändert und immer wieder werden Gaps gefüllt. Das ist auch ein Muster. Hier sehen wir, dass die Zinserwartungen sind nach den US-Erzeugerpreisen praktisch unverändert gewesen. Wir haben jetzt Wahrscheinlichkeit für eine vergleichbleibende Zinsen im Juni 75,4%. Gestern früh waren es so 78%. Also minimal verändert, praktisch nicht verändert. Und hier sehen wir den S&P 500, der genau dieses Gap gefüllt hat. Was er gemacht hat, als die Inflationsdaten kamen. Also die Märkte am Mittwoch vorbörslich ja ganz gut drauf, dann kam 14.30 die Inflationsdaten, 15.30 öffnete dann der Markt unserer Zeit und dann bums ging es nach unten. Dieses Gap wurde jetzt geschlossen, also man tut so, als wären die Inflationsdaten gar nicht passiert. Wie gesagt, die Anleihenmärkte und die Fed Fund Futures glauben das nicht. Wir sehen hier auf der anderen Seite eben, wie sich für manche diese hohen Zinsen doch bemerkbar machen. Credit Card Delinquency Rates sind jetzt massiv steigend in vielen Kategorien. Hier sind die Überfälligkeiten, also wo die Leute nicht zurückzahlen. Das geht deutlich nach oben und da kommen viele eben dann nicht mehr mit. Zinsen fressen sich erst auf Dauer durch das System. Das hat gestern auch die EZB feststellen müssen. Und hier hat man ja praktisch angedeutet, okay, wir werden im Juni die Zinsen senken. Das hat Kasachs, der eher im hawkischen Camp unterwegs ist, als Notenbanker hat gesagt, also wenn nichts dazwischen kommt, werden wir im Juni die Zinsen senken. Offenkundig gab es einige innerhalb der EZB, die jetzt schon die Zinsen senken wollten. Und das hat natürlich viel mehr Sinn als in den USA, weil die Wirtschaft hier schwächer ist und weil natürlich auch die Inflation deutlich schwächer ist. Das sehen wir hier. Hier ist der Trend bei der Inflation zunächst mal noch, das wird sich bald wieder ändern, aber noch nach unten gerichtet, in den USA nach oben gerichtet. Jetzt hat Stornaras, einer dieserjenigen, die wahrscheinlich eine sofortige Zinssenkung wollten, gesagt, ja, wir sollten jetzt mal aufhören, auf die Fed zu schielen, unsere eigene Geldpolitik machen. Aber das hatte Folgen. Der Euro wird zum Abschluss freigegeben, ist inzwischen unter die Marke von 1,07 gefallen und Tendenz weiter bergab. Das dürfte sich fortsetzen. Dadurch werden zwar Produkte aus der Eurozone international günstiger, aber die Importe werden teurer. Dadurch dürfte die Inflation steigen in der Eurozone. Und siehe da, Gold in Euro steigt noch massiver als Gold in Dollar, weil jetzt eben der Euro zum Dollar abwertet. Und solche Aussagen wie für uns Stornaras, die dürften das beschleunigen. Kommen wir nach Germania, meine Damen und Herren. Hier die neueste Posse. Bundesverkehrsminister Wissing droht mit Wochenendfahrverbot, weil es gibt ja da maximal zulässige CO2-Emissionen in Deutschland. Und wenn alle Stricke reißen, sagt Wissing, dann müsste man praktisch den Privatverkehr am Wochenende verbieten. Das zeigt, in welcher Dimension wir unterwegs sind. Wissing selber sagt, das kann niemand wollen. Das ist ja totaler Quatsch eigentlich. Und richtig, das ist fast schon so ein bisschen Kafkaesk, was wir uns hier leisten. Ja? Wir wollen vielleicht oder müssen vielleicht sogar Fahrverbot
Verkehrsverbote erlassen, weil irgendwelche Spinner meinen, wir müssten unbedingt bestimmte Quoten in Sachen CO2 einhalten. Es ist natürlich so, dass CO2-Vermeidung eine richtig gute Sache ist, gar keine Frage. Nur was wir weniger CO2 verbrauchen, wird innerhalb der Eurozone allein durch jemand anderes mehr CO2 verbraucht. Dafür gibt es ja diese Zertifikate, die dann gekauft werden. Also es ist eh ein Nullsummenspiel und wir sollen dann am Wochenende kein Auto mehr fahren. Es ist wirklich so grotesk, wer das vom Ausland aussieht, der wird sich denken, also die Deutschen, die sind schon so ein bisschen gaga, oder? Und die haben recht, das ist das Blöde. Hier Rückschlag übrigens gestern nochmal für die ganze Elektroauto-Thematik, nachdem Ford seinen Lightning die Bepreisung deutlich runtergenommen hat. Also der Druck auf die Preise im Bereich Elektromobilität, der geht weiter. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Hier nochmal, was da gestern innerhalb der EZB offenkundig passiert ist. Einige wollten die Zinsen sofort senken. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die zweite Empfehlung, Gold mit nächstem Allzeithoch, Flucht in sichere Häfen. Auch diesen Artikel gerne weiterempfehlen. Und jetzt sage ich Servus und Ciao.